Oh, Moment, Moment, Moment. Bitte, bitte, bitte. Anarchitan. Ja, ja, ja! Ist der echt? Ja. Wow. Ich hätte dem Spiel zugetraut, dass ich da eine Supermissile brauche, aber ich brauchte sie nicht. Na gut, das heißt Energietank Nummer 2. Speichern. Mehrmals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal gespeichert. So. Damit ich auch bloß nie wieder verliere. Das Spiel kann doch ab und zu nett sein. Ja. Manchmal, ne? Sollen wir mal sehen. Das heißt, ich komme gleich wieder zurück zu meinem Schiff. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wo es als nächstes hingeht. So, hier durch. Hallo Schiff. Ich hab dich vermisst. Ich speichere mal eben bei dir. Einfach nur so, just for fun. Damit ich nicht, wenn ich sterbe und nicht lade, nicht da wieder hinten in der Hölle rauskomme. Wow. Safe complete. Da frage ich mich eigentlich. Samus muss ja da drin eigentlich einen unendlichen Vorrat an Raketen haben in ihrem Raumschiff. Wenn sie sich immer wieder damit auffüllen kann. Ja, das sind alles so unerklärte Fragen. Wieso nimmt sie sich einfach mehr mit? Ich habe mal neulich so ein Bild gesehen, wo der Anzug quasi aufgeschnitten wurde, so in der Mitte, wie das darin aussieht. Und ich dachte so, das ist echt unlogisch, das kann gar nicht sein. Das ist Wieso? Aber das ist doch ein ziemlich, ziemlich veraltetes Artwork gewesen, insofern, na. Ist dir nicht nie aufgefallen, wie riesig Samus in Asa-M ist? Nee. Wieso? Ja, also dass der Anzug sie größer macht, ist ja klar, aber sie ist, glaube ich, in Asa-M echt ein bisschen zu groß geraten. Weil so viel kann der gar nicht ausmachen, dieser Anzug. Jetzt möchte ich auch dran kommen. Nee, nicht hier. So. Na, schaffe ich das noch? Ich hänge genau an der Kante und kann genau dort noch keinen Walljump machen. Könnte ich den unendlichen Bombensprung, würde ich das schaffen. Nö, geht nicht. Egal, gehen wir weiter. Da wollte ich nicht runter. Ich wollte mich hier umschauen. Okay, da kann ich keinen Walljump dran machen. Hier ist sonst nichts, aber ich kann hier nochmal gucken. Wobei, was war denn in der Richtung? Ach, da war Brinstar. Kann man zwischen den Karten irgendwie wechseln? Hm, anscheinend nicht. Moment, ich habe noch eine andere Idee, wo ich vielleicht hingehen könnte. Was ich relativ blöd finde mit den Bomben hier, was das Spiel wieder ungemein erschwert, dass man, nachdem man 3 Bomben legt, kann man erstmal eine Weile keine mehr legen. Muss einfach durchlaufen. So. Mal sehen, was brauche ich denn hier? Eine Powerbombe, um eine Powerbombe zu bekommen. Leckt mich. Kann ich da rein? Ja. Kann ich da rein? Ja. Was haben wir hier? Irgendwas Neues. Ich habe was Neues entdeckt. Wahahaha. Ich bin episch. Der Jan hat was Neues entdeckt. Wieso sagst du mir nicht Bescheid? Ich muss doch... Nee, ich habe noch keine Items entdeckt. Nur einen neuen Gang. Apropos, für den Energietank eben. Ich weiß gar nicht, ob ich das Geräusch schon mal das letzte Mal gemacht. Ich weiß nicht auch. Ich weiß auch nicht. Moment, da war was. Das habe ich jetzt erst gesehen, dass da... dass man da rein kann. Wobei, ich möchte ja dahin. Aber das ist viel zu hoch. Probieren wir es nochmal aus. Ne, das klappt nur für einen kurzen Moment. Ansonsten muss ich den normalen Bombensprung machen. Nein, das klappt auch nicht. Ich falle viel zu schnell. Ich unterhalte die Leute. Ich mache gerade Bombensprungversuche. Ich könnte ja wieder... Ich müsste das offscreen mal ein bisschen trainieren. Erinnerst du dich daran, als ich so schon philosophiert habe? Vom Pixel. Vom Pixel? Aber jetzt bist du ja eh schon oben, ist ja doof. Nee, bin ich nicht. Ich guck mich Fall runter! Ein bisschen... Nee, da würde ich auch nicht dran kommen.
Ich muss Bombensprünge noch lernen. Du bist dran. Zeit für ein Duell. Ich muss mich hier mal ein bisschen umschauen. Ich komme gleich nochmal hierhin zurück, falls ich sonst nichts anderes finde, weil dann müsste ich hier wirklich den Infinite-Bombensprung lernen und damit da durchkommen. Ansonsten sehe ich da no chance. So. Da konnte ich auch nicht durch, weil Wavebeam fehlt. Ja. Aber es gab eine andere Stelle, wo ich glaube, eventuell durchgehen zu können. Stirb. Ne, da war auch nichts. Stirb. Da kann ich durch. Sicher. Komm. Danke. Danke, Mann. Schreck mich doch nicht so. Allesamt. So, wo muss jetzt wieder ein paar Raketen? Das sieht verdächtig aus. Nicht. Ey. Grün war mal meine Lieblingsfarbe, aber so langsam nicht mehr. Das heißt, du hast ja gerade eh schon im Territorium gesprochen. Heißt also, ist es sowieso nicht mehr. Mhm. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Lass mich raten. Wenn ich so in dein Herz blicke, wie jetzt gerade, dann würde ich sagen, rosa. Ganz genau. So, um da auch wieder hochzukommen, muss ich wieder Speed runter machen. Moment, erstmal richtig hinstellen. So. Was tust du dir auch immer an? Aber du weißt ja eh was. Den Bombensprung kann ich noch nicht so richtig, deswegen. Moment. Du weißt ja eh, was hier nachfolgt, ne? Mhm. Was ich mal machen könnte, ich setze mir einfach einen Knopf, um den Emo-Speed ein bisschen zu verringern oder zu erhöhen. Muss mal sehen. Weißt du auch, was ich gerade meinte mit, du weißt, was hier nachkommt? Ja, ein anderes Projekt. Meinen wir dasselbe? Ich weiß es nicht. Ich rede von Metroid Impossible. Nein, haben wir nicht vom selben geredet. Okay. Metroid Impossible. Ihr könnt ja mal abstimmen heute. Soll ich ein Metroid Impossible spielen? Er ist schon ganz heiß drauf, hat er mir im Heimlichen gesagt. Er würde es am liebsten sofort anfangen. Na klar, stimmt's? Und zwar bei dir zuzuschauen. Dann weißt du nicht, wie heiß ich drauf wäre, das bei dir zu sehen. Glaube ich dir. Bei mir gibt's nur höchstens, du weißt schon, was im Hard-Mode tust. Ja. Irgendwann, ja. Das wollte ich auch noch machen. Ich habe Metroid Impossible war einem Mal gesehen und... Ich habe auch mal einen Teil davon gesehen und das hat mir schon gereicht. Das war schon bitter. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich überhaupt mal Metroid Hex spielen würde. Ich hätte früher nie gedacht, dass du überhaupt mal Metroid spielen würdest. Hm. Moment, hier unten war ich schon. Da gab's die Ballbombe, glaube ich. Und jetzt tue ich es. Ich spiele sogar den ganz kranken Scheiß. Ich weiß noch, wie ich Metroid früher mal ausgesprochen habe. Wie denn? Metroid. Also ganz früher, als ich noch so ein kleiner Lütte war. Opa, darf ich Super Metroid spielen? Okay, das war der falsche. Aber klar, mein Kind. So. Wow. Hä? Moment. Na, da komme ich nicht dran, glaube ich. Nee, da fehlt genau ein Stück. Bin ich immer noch langsam? Moment. Speed? Ja, mal eins. Ja, Moment. Den brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur Reset Emo Speed. So. Auf B, auf N mache ich langsam, auf B mache ich es wieder normal. Ist das denn, waren das jetzt Tastaturtasten oder? Ja. Okay. Aber spielst du mit Control Pad oder nicht? Ja. Gut. Slow Motion und weg. So, auch da würde ich mit dem Infinite Bomben Jump voll locker reinkommen. Weißt du was? Nee, wir haben noch 5 Minuten.
Gut, da gucke ich mich noch ein bisschen um. Ansonsten werde ich gleich offscreen an einigen Stellen versuchen, da reinzukommen. 5 Minuten? Ja, dann haben wir 2 Folgen voll. 30 Minuten schon? Ja. Oh. In 30 Minuten nichts erreicht. Doch. Nein, doch nicht. Okay. Siehst du? Und ich habe auch alle Gänge, glaube ich, abgesucht, die ich eventuell gehen könnte. Alles, was ich gefunden habe, sind 3 Gänge, glaube ich, wo ich nur mit dem Infinite Bomben Jump reinkomme. So, ich kann hier unten nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Moment, da, oder? Ja, hier kann ich noch rein. Hier war ich noch nicht. Immerhin ein. Wow! Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich würde sagen, das ist der perfekte Moment, um Schnitt zu machen. Wäre es. Wären es nicht erst 26 Minuten Aufnahme bisher. Ja, finde ich. Achso, stimmt. Wir sind fast bei 32 Minuten. Stimmt. Ja, sollen wir sehen, gut. Muss der, nicht gleich anfangen, hier rumzuschreien, okay? Doch. Da muss ich echt mal Kritik abgeben. Daumen hoch. Für was? Weiß ich nicht, für Kritik. Super klasse. Hier hast du meinen virtuellen Daumen. Dumm. Oh, es ist in deiner Nase. Lecker. Daumen in der Nase. Halt, tschüss. So. Boah, komm her, füll mich wieder auf. Füll mich auf, nicht töte mich. Füll mich auf. Gib mir eine Rakete. Danke. War da noch irgendwas oben? Weiß ich nicht mehr. Ach ja, von hier aus kam ich da hinten hin. Ach, von da kam ich her. Gut zu wissen. So, schauen wir mal hier nochmal drüber. Ich glaube, hier war nur die Map-Data. Ganz genau. Ich kann mich gut erinnern, wo ich alle schon war. Denn ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant. Auch wenn mir Christian da nicht ganz zustimmen würde. Captain Alzheimer himself. Du klingst gerade sehr robotisch. Ich weiß. Nein, immer noch. Ja. Na egal, das ist gleich sowieso Schnitt. Da ist ja nicht schlimm. Ich laufe nur schon mal zu einer Stelle zurück, wo man den einen Scheiß da nochmal machen musste. Hier. Genau hier werde ich, glaube ich. Hier werde ich es, glaube ich, gleich mal versuchen. So, wieder hochkommen und. Tada. Oh, ach Mann! Ich habe gerade eine geniale Idee, wie du das Spiel auf jeden Fall schaffst, ganz schnell. Wie denn? Du solltest morgen zum Friseur und dir eine Elvis-Locke machen. Ich glaube, das wird's bringen. Denn ich habe gehört, dass in Elvis-Locken metroidische Gene weiter transferiert werden können. Das wäre cool. Auch wenn man diese nicht im Körper hat. Einfach durch diese Frisur. Weil Elvis war auch sehr gut in Metroid. Prost. Das kann ich mir gut vorstellen. Manche sagen auch, Sand wurde nach dem Vogel Elvis gebaut. Die sind sich nämlich sehr ähnlich. Das ist sicher wahr. Na gut, ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns hoffentlich da oben wieder. Also, Moment. Da! Oh. Ja, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis in 5 Wochen. Gott. Sag mir bitte, dass du das aufnimmst. Tu ich gerade. Scheiße. Leute, der hat jetzt so gefasst 25 Minuten an dieser einen Stelle gehangen. Seit wann nimmst du schon auf? Mitten hast du angefangen, hast zu lachen. Muss man dazu noch was sagen? Eine grüne Tür ist. Ja, viel Spaß, das später nochmal zu machen, ne?
So, ich mach nochmal einen Schnitt. Wir sehen uns an der anderen Stelle, wo ich da hoch wollte, wo hoffentlich keine grüne Tür ist. Bis gleich.